Der Herr sagt, ich werde niederreißen, entwurzeln, zerstören, sie hochheben und vereinen. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 1. November 2007 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für eine Schwester in Christus und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr, Geliebte, höre mir zu und empfange auch von mir, denn ich war im Fleisch gekommen und bis zum heutigen Tag bleibt mein Geist bei meinen Geliebten. Und bald muss ich zurückkehren und meine eigenen einsammeln. Schau, ich komme auch mit großer Kraft und Herrlichkeit, und jedes Auge wird meine Gestalt schauen und mich rühmen. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, denn ich bin der Herr. Geliebte, ich bin auch dein Lehrer, und wenn ich dein Lehrer und Herr bin, dann komm und setz dich zu meinen Füßen und denke nicht mehr über die Dinge dieser Welt nach, die dich umgeben und dich schnell in Versuchung führen. Höre mir zu, Geliebte, und jetzt beachte alles, was ich schon zu deinem Herzen gesprochen habe. Denn du hast meine Stimme gehört und strebst danach, in meiner Liebe zu bleiben. Geliebte, komm nahe und setz dich auf meinen Schoß, denn ich sehe Angst in dir und viele Tränen. Geliebte, ich habe die Welt besiegt. Jetzt folge mir. Ich weiß, dieses Kreuz ist schwer, eine Last, die die ersten Erlösten des Herrn tragen müssen, wie auch das Gewicht vieler Sorgen. Deshalb folge dicht hinter mir. Geliebte, höre mir zu und verstehe. Ich bin gekommen, mein Geist wurde über alle Nationen ausgegossen und von euch werde ich viele in meinem eigenen Namen heranziehen. Viele, die mich kennen und in welchen ich wohne. Sie hören meine Stimme, denn ich lebe in ihnen. Ja, sie erkennen meine Stimme, weil sie meine Schafe sind. Sie kommen herein und gehen hinaus und finden Weideland. Doch jene, die außerhalb des Tores feststehen, sind nicht meine Schafe. Sie kennen meine Stimme nicht, noch habe ich zu ihnen gesprochen, in der Art, wie sie es behaupten. Sie wiehern und hasten über diesen und jenen Weg, aber den Ruf des Hirten hören sie nicht, und das Wort aus seinem Mund lehnen sie ab. Für sie ist meine Stimme geworden wie die Stimme eines angeheuerten Mannes, und deshalb werden sie nicht zuhören. Stattdessen ziehen sie den Klang ihrer eigenen Stimmen vor, während sie weiterhin Lügen sprechen und verdorbene Lehren vermitteln in meinem Namen. Soll ich sie nicht bestrafen für diese Dinge? Denn sie kämpfen gegen mich. Sie argumentieren ohne Unterbruch mit dem Herrn und sind immer bestrebt, ihre eigene Lehre beizubehalten, damit sie weiterhin stolz in den Traditionen ihrer Väter wandeln können, die ich hasse. Und deshalb gehen sie hinaus und fügen meinem Wort dazu oder lassen weg. Sie formen und gestalten es und übersetzen es gemäß ihrer eigenen verdorbenen Interpretation, die von ihrem eigenen Herzen hervorgebracht wird, um der eigenen Ehre willen. Sollen sie nicht Korrektur empfangen für diese Dinge? Soll ich sie nicht erniedrigen für all diese Dinge? Denn ich selbst habe es gesehen, sagt der Herr. Der Tag ist gekommen, ja, der Tag ist hier, wo die Kirchen der Menschen gerichtet werden. Schaut, sie sind schon gerichtet worden, und nicht eine wird dem Feuer der Urteile des Vaters entkommen. Alle werden brennen, alle werden massiv erniedrigt werden.
Nicht ein Haus, welches sie aufgebaut haben, wird stehen bleiben. Nicht eine Wand wird stehen gelassen. Rissige Balken mit wenig Unterstützung, einfach niederzureißen und ins Feuer zu werfen. Es wird auch nicht ein Wortbestand haben, das sie entsprechend ihrer eigenen Lehre hervorgebracht haben. Noch wird irgendeine Tradition weitergehen. Sie sind wie Wind, eine leichte Brise, die über das Gesicht der Ignoranten weht und das Haar der Lauwarmen für einen Augenblick verwirrt. Heute hier und morgen verschwunden. Denn jeder Hörer wird taub und alle Seher blind werden. Sie sagen laufend, ja, ja, wir haben gesehen und gehört, wir allein sind gerecht. Ja, wir sind ein starker Turm, wir werden uns niemals wegbewegen und auf keinen Fall werden wir jenen zuhören, die gesandt wurden. Wir sind das Licht auf einem Hügel und durch uns und dieses Haus, welches wir mit unseren eigenen Händen aufgebaut haben, werden andere Zuflucht finden. Geht unseren Weg oder seid hinausgeworfen, denn wir sind die einzige Autorität unter den Menschen. Doch ich sage euch, sie werden alle ruiniert werden, sagt der Herr. Ja, ich, der euch erkauft hat. Sie beschreiten den Pfad. Oh ja, sie gehen auf und ab. Aber sie werden stolpern. Sie werden gewiss fallen. Und wie eines, das durch die Flammen entkommt, werden sie in die Herrlichkeit eingehen. Denn der Sturm kommt, der Wind weht und die Dunkelheit ist schon über euch. Schaut, ein mächtiger Wirbelsturm wird durch die Wolken brechen und alles wird verwüstet sein. Dies ist, was der Herr, euer Gott, zu den Kirchen der Menschen sagt. Hört das Wort des Herrn. All eure Zweige werden abgebrochen werden und ihr werdet große Verwüstungen ertragen auf jeder Seite. Verwüstungen, wie ihr sie nicht gekannt habt. Noch habt ihr davon gehört. Denn ich werde euch niederreißen und ihr werdet ganz sicher erniedrigt werden, damit ich euch erneut aufbauen, umpflanzen und hochheben kann, um euch in Wahrheit zu vereinen. In meinem Namen. Schaut, ich werde plötzlich über euch kommen und jeden Leuchter aus seinem Platz entfernen. Und ihr werdet nicht mehr in meinem Namen sprechen, sagt der Herr. Der Herr der Heerscharen ist mein Name. Ja, ich werde niederreißen und all diese Feindschaft zwischen Gott und den Menschen zerstören. Nie mehr werden solche Trennwände stehen. Nie mehr werden all diese Männer in Autorität meinen Namen unter vielen Zeugen verderben. Denn es ist getan und wird gewiss beendet werden. Ihr seid gefallen, zu nichts werdend gegen all diese Baumeister. Geliebte Tochter, ich habe dich erwählt, du gehörst mir, und ich habe dich gerufen, ein Kerzenleuchter zu sein. Und Trent habe ich als Leuchtfeuer aufgebaut, und Timothy habe ich zu einem Leuchter gemacht für die Menschen. Schau, er trägt auch das Schwert meiner Empörung. Deshalb müssen meine Diener feststehen und wie unverrückbare Steine sein. Denn wie ich der Stein bin, und sie in mir leben und ich in ihnen, müssen sie werden wie der Stein, sogar Steine des Anstoßes. Denn ich habe meine Diener, den Bewohnern der Erde, entgegengestellt. Schau, ich habe ihre Gesichter gegen sie gerichtet, auch gegen alle, die sich selbst bei meinem eigenen Namen nennen, die das Gesetz des Vaters verwerfen und es ablehnen, in meinen Wegen zu wandeln. Sie werden abgeschnitten werden, sagt der Herr.
Denn mein Wort ist scharf und mein Urteil schnell. Sie werden in Stücke gebrochen, sagt der Mächtige von Jakob. Denn mein Wort ist auch ein Hammer und meine Strafe verfehlt das Ziel niemals. Da wird großes Jammern und Zähneknirschen sein. Viele werden kommen und vor den Füßen des Königs um Gnade betteln an jenem Tag, und alle werden vor der Majestät des Heiligen von Israel niederfallen. Aber nur jene, die in meiner Liebe bleiben, werden entkommen, und nur jene, die in Aufrichtigkeit und Wahrheit bereuen, werden errettet werden. Ja, sie werden meine Herrlichkeit schauen und erneuert werden. Sie werden sich niederbeugen und sie werden aufstehen. Ja, sie werden sich erheben und sie werden meinen Namen laut rufen. Schaut eine neue Nation und eine Stadt, eine große Stadt, angefüllt mit jenen, die keinen Namen haben, denen der Name das Überbleibsel gegeben wird. Die Heiligen am Tag des Herrn, die zweite Ernte, meine Mannschaft gegen die Welt, scharfe Steine, große Steine, viele Steine des Anstoßes. Geliebte, wie ihr seid, werden sie auch sein. Wie ihr ausgeharrt habt, müssen sie auch ausharren. Fürchtet euch nicht, denn ich bin mit euch, um euch zu erretten, genauso wie ich mit all jenen sein werde, die meinen Namen anrufen an jenem Tag. Denn ich werde bei ihnen und in ihnen wohnen und vor ihnen gehen und immer ihr rückwärtiger Wachmann bleiben. Schaut, auch ich habe für mich selbst eine Schar reserviert, erwählte Hirten, um sie zu führen, Männer, die meinen Namen in ihrer Brust tragen und den Namen des Vaters auf ihren Stirnen geschrieben haben. Diese sind von dem speziellen Opfer, welches ich vor dem Vater präsentieren werde. Ihr kennt ihre Zahl. Diese werden das Überbleibsel zu einem Ort führen, den ich ihnen zeigen werde, und sie werden dort verborgen werden. Und obwohl viele auf ihrer Reise fallen werden, sind sie auf keinen Fall aufgegeben, denn sie gehören mir und sie werden gewiss ihre Kleider bekommen. Denn ich werde für sie sorgen und sie heilen und all ihre Tränen wegwischen. Denn es steht geschrieben und wird auch geschehen und weitergehen, bis der Morgenstern noch einmal aufgeht, auch in den Herzen der Menschen. Denn die Sonne geht unter über diesem Menschenzeitalter und sie wird nicht wieder aufgehen bis zur Morgendämmerung des neuen Tages. Ein neuer Tag, ein Sabbat, 1000 Jahre, Frieden. Meine Kinder, verherrlicht meinen Namen und bringt mir vollkommenes Lob dar. Denn ich bin mit euch, um euch aus all diesen Schwierigkeiten, Sorgen und Tränen zu erretten. Deshalb vertraut mir und steht fest auf dem Fels meines dauerhaften Versprechens. Geliebte, bleibt in meiner Liebe. Schaut auf, denn ich komme schnell. Betrachtet meine Gestalt, wie ich eure betrachte. Zu allen Zeiten sehe ich euch, wie ihr seid und wie ihr sein werdet, zu meiner Rechten sitzend, neben mir an meinem Tisch, zusammen in meiner Freude für immer, zur Ehre des Vaters.